Hallo und herzlich willkommen zurück zur nackten Brutalität mit Dr. Wolfsherz und Askarium. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, wie weit wir in dieser Folge kommen, ob es uns gelingt, die Nahrungsversorgung sicherzustellen. Da hatten wir in der letzten Folge noch ziemlich starke Probleme. Ich würde jetzt auch doch nochmal auf Jagd gehen wollen hier, denn so ein, zwei zusätzliche Tiere zum Jagen ist, denke ich, nicht schlecht. Hier oben hätten wir so ein Kasuar vielleicht, aber die sind, glaube ich, gefährlich. Hat 10% Chance, dass sie sich dann verteidigen. Dann lassen wir das mal. Jetzt hat Askarim noch eine Lebensmittelvergiftung. Eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Das ist ja nicht so schön. Dann jagen wir hier so ein Wasserschwein. Die haben immerhin auch eine 2%ige Chance anzugreifen, aber das ist okay, das Risiko nehme ich dann in Kauf. So, und dann lassen wir mal schnell vorlaufen. Damit wir die Nacht hier umbekommen. Die Felder, ne, ein bisschen was von dem Reisfeld hier muss noch eingesät werden. Dann könnte ich aber die Kartoffelfelder auch schon freigeben. Und das Baumwollfeld, ja, ruhig auch schon. Soll ruhig auch schon gemacht werden. Der Askarium braucht ja sehr lange fürs Einsehen, weil die Fähigkeit da entsprechend niedrig ist. Aber jetzt wird erstmal gejagt. Das erhöht auch den Fernkampfskill. Ja, die Lebensmittelvergiftung, die wird sich jetzt den ganzen Tag über auswirken. Jetzt geht er erstmal was essen. Okay. Dann ist die zweite Ration schon weg und eine Vorratskapsel stürzt ab. Gucken, was drin ist. Aber das ist Insektenjade. Ich dachte, es wäre Insektengelee, aber habe ich mich vertan. Das nehmen wir natürlich. Ist ein bisschen weit weg. Aber gut. Hier sind jede Menge Alpakas. Die kann man auch zähmen. Da wäre ein Tier frei Haus. Da fehlen nur 16% der Körperteile. Hat sich hier der Panther geschnappt. Das holen wir uns. Das ist wirklich ganz schnell besorgt, obwohl ist natürlich schon ein weiter Weg jetzt. Diese zwei Panther, ne? Ich dachte, das wäre der gleiche von der letzten Folge, aber da ist der immer noch. Also eins, zwei Panther. Ja, müssen wir aufpassen. Da oben ist noch ein dritter. Und jetzt werden wir überfallen. Oh, und wir sind weit weg. Also, Stammesmitglieder der Fraktion Grauen Hyänen von Komle. Ach, guck mal. Das sind die gleichen, die auch beim letzten Mal angegriffen haben, als der Guli noch in der Wüste aktiv war. Gut, schauen wir mal. Borgo. Das ist er. Fernkampf, Nahkampf 4 und 3. Ich glaube, da sind wir im Fernkampf besser. Wir müssen aber zurücklaufen ganz schnell. Ja, wir sind 5 im Fernkampf. Wir müssen zurück. Kommen wir da rechtzeitig hin? Das ist sein Weg. Das ist unser Weg. Sollten wir schaffen, auch wenn wir noch das Wasser haben. Jetzt habe ich nicht gelesen, ob er noch vorher sich vorbereitet oder direkt angreift. Das können wir aber sehen. Das sieht so aus, als ob er sich noch vorbereitet. Okay. Das gibt uns natürlich ein bisschen mehr Zeit. Und ich würde sagen, jetzt ist nochmal übergeben angesagt. Ich würde sagen, wir machen hier keinen Präventivangriff. Wir werden das tatsächlich hier so versuchen. Diese Steinwand, Sandsteinwand hat relativ viele Hitpoints. Von der Tür mal abgesehen, die natürlich ein bisschen schwächer ist. Oder sollen wir doch angreifen? Schwierig. Das ist halt immer Fernkampf, Nahkampf. Jetzt kommt er auf jeden Fall. Und wir werden mal schauen. Ich überlege gerade, ob wir noch eben schnell eine Keule bauen. Weil der wird natürlich so lange darauf einhauen. Fällt mir gerade ein, bis der drinnen ist. Ach, das habe ich ganz vergessen, Leute. Wir machen was anderes. Wir stellen uns hier hin. Und werden gleich, nämlich jetzt, den Fernkampfangriff starten. Ich habe es total verpeilt. Ja. Ich habe es total verpeilt. Wir haben da oben gar nicht genug Holz drin. Oh nein! Ach! Mist. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Wie blöd war das denn, bitteschön? Oh mein Gott! Ah ne, Stun. Ich dachte schon, er wäre. Es sah erst aus, als ob er liegt. Jetzt liegen wir. Okay, wir werden entführt. Ja, das ist schön. Können wir dann woanders weiterspielen? Leute.
Was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt echt gefrustet. Ja, ich dachte, ne, ich warte einfach, der läuft dann hier oben ein bisschen rum. Ist ja kein Wildtier. Natürlich hauen die humanoiden Gegner so lange auf die Türen ein, bis sie drin sind. Das habe ich echt gerade total verpeilt. Tut mir wirklich sehr leid. Mea culpa. Ja, da bleibt nur eins. Wir starten nochmal neu. Da, jetzt fliegen sie hier über diesen Bereich. Und dann war es das. Teile eines Raumschiffs sind eingeschlagen. Das ist schön. Ja, das Spiel ist vorbei. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier keine Endemeldung kommt. Aber eigentlich ist es halt vorbei. Wir können nichts mehr machen. Okay, jetzt kommt's auch. Okay, also wir würden, ich würde sagen, dass wir hier jetzt nochmal neu starten. Dafür war es jetzt einfach ein bisschen kurz. Gehen wir mal ins Hauptmenü, machen das mal hier live so. Wir gehen auf nackte Brutalität, Cassandra Classic, Mittel, Laden erlaubt, weiter. Ich nehme hier meine Welt, Doc Wolf. Das ist schön, man hat immer die gleiche Welt, die so spawnt und kann sich Orte aussuchen. Und irgendwann kennt man so auch die Fraktionen, die Namen sind ja dann fest. Wir gehen mal nicht in den, oder sollen wir nochmal in den, können nochmal hin. Also wir waren in diesem Bereich. Sonst wäre natürlich Savanne nochmal eine Möglichkeit. Letztes Mal hatten wir Wüste. Oder hier oben Nadelwald. Nadelwald habe ich ja gerne gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben hier einen recht nördlichen Nadelwald allerdings. Der ist immer ein bisschen kühl. Oder wir gehen hier in den gemäßigten Mal. Da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Jetzt hier zumindest in der nackten Brutalität. Und wenn wir da mal uns so ein bergiges mit Wasser aussuchen. Kalkstein, Granit, Schiefer. Ich nehme das einfach mal. Auf geht's. Charakter. Das ist immer die Frage, ne? Was, oh, das ist gar nicht schlecht. Pflanzen 9, Fernkampf 8. Medizin ist ein bisschen dabei. Bergbau ist langsam. Tiere ein bisschen. Wisst ihr was? Das nehmen wir. Einzige, was mir Sorgen macht, ist halt eben hier Bergbau, weil wir dann wieder so ewig lange brauchen werden, irgendwas abzubauen. Aber ansonsten ist es ein guter Charakter. Vor allem das Pflanzen ist mal gut. nehme ich einfach mal. Ja. Ich gucke kurz auf die Namenliste. So, und das wird der gute Tolgi sein. Und dann geht's los. Drückt mal die Daumen, dass es diesmal besser läuft. Karte gefällt mir ausnehmend gut. Ich mag das, wenn man so richtig dicke Berge hier drumherum hat, in die man sich theoretisch reinbauen könnte. Jetzt mache ich erstmal die Pause an. Allerdings haben wir keine geschützte Position, aber wie viel uns das gebracht hat, haben wir ja auch gesehen, nämlich gar nicht. Allerdings auch wirklich durch meine Tollpatschigkeit, das muss man auch mal ganz klar sagen, das war wirklich blöd. Das war wirklich blöd. So, haben wir irgendwo Stahl und Bauteile in der Nähe? Hier sieht es irgendwie nicht so gut aus. Im Gemäßigten habe ich den Eindruck, ist auch nicht mehr so viel Stahl zu finden. Hier halt. Stahl, Bauteile. Da wären Bauteile. Das ist alles ganz schön weit. Hier hätten wir ordentlich Bauteile. Da ist ein bisschen Stahl. Die Position ist nicht so schlecht. Gefällt mir nur nicht mit dem Schiefer. Ich mag diesen ganz schwarzen Boden nicht so gerne. Aber das hat ja keine Priorität. Wichtig ist, dass es funktionieren kann. Und ich glaube, hier kann es funktionieren. Also, hier werden wir hingehen. Machen wir erstmal unsere Lagerzone. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich es diesmal wirklich auch mal ganz anders aufziehe. So, Lagerzone. Ich werde jetzt auch gar kein Bett bauen. Das ist völliger Blödsinn. Stattdessen werden wir anfangen, Holz zu hacken. Das ist das Erste, was wir machen. Dann erst bauen wir die Felder an. Und die machen wir auch hier direkt vor die Haustür natürlich wieder. Wobei ich noch nicht sicher bin, wo die Haustür ist. Fruchtbaren Boden haben wir hier leider nicht. Macht aber auch nichts. So, wir machen hier Felder. 3, 3, 3, 3, 3. So, die zwei werden umgestellt auf Reis. Die zwei werden umgestellt auf Baumwolle. Und hier bleiben wir bei Kartoffeln. So, allerdings alles noch nicht freigegeben.
weil ich erst die Bäume gefällt haben möchte. Und dann gehe ich mal direkt auf hohe Geschwindigkeit. Wir werden das hier schon ernten. Das machen wir auch zuallererst. Dass wir das ernten. Und das ernten. Jawohl. So. Jetzt geben wir diese Felder frei. Und fangen an, was zu bauen. Und zwar eine Schlachterwerkbank. Kommt hierhin. Und ein befeuerten Herd. Der kommt dahin. Wie viele Bauteile brauchte der jetzt? Ach, nur Stahl, ja, wunderbar. Umso besser. So, ganz anderer Ansatz mal. Nicht dieses ganz Low-Tech, sondern so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen mehr. So. Brauchen natürlich ein Lagerfeuer. Wo wir unsere Nahrung zubereiten. Dann haben wir die erste Ration auch schon. Intus. Wird noch nicht mal gegessen. Ja, Hauptsache der frisst. Wenn das jetzt, ich warne dich, Kollege. Dann wirst du unser erstes Opfer sein. Das garantiere ich dir. Riesenfaultier. 10% Chance, okay. Ja, wir brauchen natürlich einen einfachen Arbeitsplatz. Und wir brauchen ein Bett. So. Zeit läuft schon auf Maximum. Die braucht tatsächlich so lange zum Abbauen. Bergbau ist halt nicht die Stärke jetzt. Aber was soll's. So. Ruht sich aus. Dann können wir gleich auch schon mal die Arbeitszeit klar machen. Dann gibt es schon mal ein richtiges Bett und es wird noch ein bisschen gearbeitet, weil halt noch Zeit ist. Hier wollen wir uns einen Bogen herstellen. Und zwar möchte ich den Bogen jetzt haben. So, und jetzt gehen wir ein relativ großes Risiko ein und jagen das Riesenfaultier. Die haben relativ viel Lebensenergie und wir haben eine recht hohe Chance, dass der uns angreifen wird. Und wenn der uns angreift, dann sind wir erledigt. Ey, mach weiter. Jawohl, warte mal. So, der blutet, nehme ich an. Oh ja, das ist sehr schön. Das kommt uns eigentlich total entgegen. Dann stellen wir die Jagd nämlich jetzt aus und lassen den einfach verbluten. So. Ja, jetzt ist er schon hilflos. Jetzt können wir ihm den Rest geben. War allerdings keine Nahkampfwaffe für. Wird also eh nicht gemacht. Wir lassen ihn einfach sterben. Wie gesagt, das ist jetzt eine Sache von 2 Stunden, um genau zu sein. So, ja, wir brauchen mehr Futter, deswegen, wenn der gleich verreckt, wird er direkt geschlachtet und dann gekocht. Stahl haben wir noch nicht genug, oder? 28 plus die 28, die da liegen, reichen leider noch nicht. Oh, da ist ein Fuchs. Ihr wisst, die mag ich überhaupt nicht. Und den werden wir uns auch relativ schnell kümmern müssen.
So, komm, das eine noch. Dann müssten wir genug haben. Genau. So, und Feuerholz haben wir nämlich auch genug. Sehr schön. So, machen wir mal weiter mit den wichtigen Dingen. Noch mehr Holz. Vielleicht schon mal so ein paar Bauteile. Aber was jetzt noch wichtiger ist, Stahl brauchen wir gerade nicht mehr. Nicht essen. Da. Schlachten. Vielleicht reicht das Fell ja für eine Stammeskleidung. Das Tier gibt wesentlich mehr Fell als die anderen ab. Boah, das müsste auf jeden Fall reichen. So. Eine Stammeskleidung. Kostet 60 Materialien. Haben wir. Ja, das läuft gut. Das Fleisch wird uns wahrscheinlich zum größten Teil natürlich verloren gehen. Aber alles in allem hat es sich dann doch gelohnt, damit wir, weil wir schon mal was zum Anziehen haben. Und selbst wenn es nur so eine dösige Fell-Stammeskleidung ist. Oder Leder, besser gesagt. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit diesem Start. Ist mal was anderes. Ich habe ja jetzt recht häufig dasselbe probiert. Ich denke, man musste es jetzt einfach mal auch anders machen. Hinzu kam natürlich, dass wir hier einen schönen Startort hatten. Da kann man insgesamt sagen, das ist einfach gut gelaufen. So, machen wir uns eben die Stammeskleidung. Bitte nicht vergeigen. Jawohl, das hat geklappt. Dann können wir die schon mal anziehen. Die ist auch schon mal gut. Sehr schön. Bah, sind wir schon mal nicht mehr nackt. So Leute, dann verabschiede ich mich mit diesen Bildern von dieser Folge und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Würde mich sehr freuen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen, euer Doc. Tschüss.